Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was man unter dem Krümmungsverhalten einer Funktion versteht und was man unter der ersten und zweiten Ableitung einer Funktion versteht. Unser Ziel für dieses Video ist es, aufgrund des Vorzeichens der zweiten Ableitung, also aufgrund des Vorzeichens von f2' einer Funktion, auf das Krümmungsverhalten einer Funktion zu schließen. Dazu haben wir im nächsten Fenster des Arbeitsblattes folgende Aufgabenstellung. Wir haben hier auf der rechten Seite in grün den Funktionsgraphen der zweiten Ableitungsfunktion f2' dargestellt und wir wollen nun das Krümmungsverhalten von f, also der Funktion f, untersuchen. Und nun für die erste Aufgabe sollen wir ermitteln, das Krümmungsverhalten von f ändert sich an den Stellen, so, also an welchen Stellen ändert sich das Krümmungsverhalten unserer Funktion f. Versuch das zunächst bitte alleine und pausiere dazu das Video. Gut, das Krümmungsverhalten von f ändert sich an den Nullstellen von f2'. Also wenn f2' positiv ist, ist f positiv gekrümmt und wenn f2' negativ ist, ist f negativ gekrümmt. Das heißt, an den Nullstellen ändert sich das Krümmungsverhalten von f. Die Nullstellen von f2' finden wir bei minus 2, 1 und 4. Das heißt, wir können sagen, das Krümmungsverhalten von f ändert sich an den Stellen minus 2, 1 und 4. Für die zweite Aufgabe sollen wir nun angeben, für bestimmte Intervalle, ob die Funktion f in diesem Intervall positiv oder negativ gekrümmt ist. Versuch das zunächst bitte wieder alleine und pausiere dazu das Video. Gut, betrachten wir nun das erste Intervall von minus unendlich bis minus 2. Wir sehen, dass f2' in diesem Intervall positiv ist, also oberhalb der x-Achse. Das heißt, unsere Funktion f ist in diesem Intervall positiv gekrümmt. Von minus 2 bis 1 ist nun f2' negativ. Das heißt, f ist auch negativ gekrümmt. Von 1 bis 4 ist f2' positiv. Das heißt, f ist auch positiv gekrümmt. Und von 4 bis unendlich ist f2' negativ. Das heißt, f ist negativ gekrümmt. In der dritten Aufgabe sollen wir nun im Graphen rechts, also im Graphen von f, jene Stellen einzeichnen, an denen sich das Krümmungsverhalten ändert. Oder eigentlich genauer gesagt, jene Punkte einzeichnen, an denen sich das Krümmungsverhalten ändert. Versuch das zunächst bitte wieder alleine und pausiere dazu das Video. Gut, wir sollen den Funktionsgraphen von f jene Punkte einzeichnen, an denen sich das Krümmungsverhalten ändert. Ja, die Stellen, an denen sich das Krümmungsverhalten ändert, wissen wir schon. Das war bei minus 2, bei 1 und bei 4. Und nun können wir auch unsere Aussagen aus der zweiten Aufgabe nochmal überprüfen. Wir sehen nämlich, dass von minus unendlich bis minus 2 unsere Funktion tatsächlich positiv gekrümmt ist, also nach oben offen. Dann von minus 2 bis 1 ist die Funktion f negativ gekrümmt, also nach unten offen. Von 1 bis 4 ist sie dann wieder positiv gekrümmt und von 4 bis unendlich wieder negativ gekrümmt. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.